So, World of Tanks. Ich muss dich erstmal wieder in meinen Zug einladen. Ja. Einladen. Yay! Jawohl. Willst du noch irgendwelche Einstellungen machen oder wollen wir gleich losrattern? Ich will mal gucken, welchen Panzer ich nehmen will. Den wollte ich nehmen. Ich nehme wieder mein Cunningham. Dank Cunningham. 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 Nein, ich bin durch. Wir können starten. Okay, Gefecht. Mal gucken, ich kenne die Karten jetzt schon so fast so gut wie auswendig, Alter. Weil ich ja so oft schon gezockt habe, ey. Du hast ja viel gezockt. Ich habe seit unserem Stream gar nicht mehr gezockt. Alter Vater, ey. Die kommen immer die gleiche Chose passiert, da immer die gleiche. Du weißt, kannst eigentlich schon sagen, da kommt gleich einer um die Ecke, ey. Dann wollen wir mal gucken. Jetzt wollen wir mal hier ein bisschen wegholzen, Alter. Aber ich finde das doof, dass man da nicht so an Ruinberg, die hatten wir aber letztes Mal, glaube ich, nicht, ne? Doch, die hatten wir schon. Ja. Ja. Ach doch, ja, das war die Karte. Ich weiß gar nicht, wie fährt man? Mit W, ne? WASD, ne? Genau. Ich finde das scheiße, dass man da nicht in Level aufsteigt. Also so, dass man sehen kann, also zum Beispiel, wenn man jetzt viel gewinnt, holt man XP und dann holt man Level und dann steigt man und dann kann man das sehen, wer ein hohes Level hat. Ach so, du meinst so ähnlich wie bei der Bundeswehr, sagen wir mal, ein Ja, Rangleutnant, Hauptmann, sowas. genau. Das könnte man ja machen, weißt du? Bist du Ja, zuerst ein natürlich. scheiß Schütze oder was? Wo bist du überhaupt? Warte mal, du Da stehst ganz hinten. rechts, ne? Ich komme mal. Wo wollen wir denn fahren? Lass mich mal gucken. Also, Fahr du mal vor, ich fahr dir hinterher. wenn du jetzt geradeaus zuguckst, ne? Ja. Die Straße kommen sie runter. Sie kommen aber auch von rechts. Das heißt, also, ich gewinne immer, wenn ich. Hallo? Hast du das? Nein, Mann, das war ich nicht. Das ist irgendein Bommel hinter uns. Wir müssen uns mal vortasten. Wir fahren mal geradeaus zu. Da haben sie einen gespottet schon. Also nichts hier mit Rush und sowas. Volle Nee. Möhre durchgerusht, ey. Nee, nee, pass auf, da kommt einer. Wo? Ach. Gerade. Okay, der ist Der weggefahren. dreht ab. Kommen wir ein bisschen weiter hier links rum. Ich fahre in den rechten Busch. Ja, das ist gut. Busch ist immer sehr gut. So wie es aussieht, kommt hier aber keiner. Bist gerade quer durch mein Bild gefahren. Okay, wartest du Da ist da? einer. Da ist einer. Ich kann ihn aber nicht ins Visier nehmen, weil. Nice, Digga! Nice! Ich konnte ihn aber nicht ins Visier nehmen. Wenn du hast doch jetzt auch mehrere Schüsse, ne? Ja. Nicht Einzelschuss. Nee, ich Wenn hab du Salven. jetzt mehrere Schüsse gemacht hast, so drei, vier Schüsse, ne? Ja. Und du gehst wieder in Deckung, dann musst du C drücken, dann lädt er wieder alle voll. Ja, das hatte Achso. uns der Kumpel letztes Mal in dem Stream schon gesagt. Ich weiß, ich hab den Namen wieder vergessen. Ja, achso, nicht Bo. Nee, Bo war H1Z1. Der andere, der hatte uns das schon auf jeden Fall gesagt, dass man auf C nachladen kann, auch wenn das noch nicht leer ist. Ich Okay. taste mich mal hier vor. Hier ist ja ein Ja, relativ guter Spot. ich gebe dir Deckung. So, ist wieder einer gespawnt worden. Zwei Stück auf der Höhe. Wir müssen bloß aufpassen, das sind nämlich auch. Ich finde keine Deckung. Ich fahre hier rüber in irgendeinem Busch. Okay. Komme ich vor? Ich stehe hier in so einem kleinen Busch, zwar nicht richtig gedeckt, aber. 41. Okay, wir können vorrücken, glaube ich. Wir können jetzt hier mal links. Da sind zwei Stück. Wo? Ah, scheiße. Also sag mal auf der Karte wo? 3 Uhr, Quatsch, was ist denn das? 9 Uhr. Da, wo sie alle hinschießen jetzt. Ja, ich hab auch gerade hingeschossen. Der eine ist down. Der nächste kommt. Hast du die gesehen? Nee, also ich habe den einen gesehen, den mit 10%, den sie danach zerledert haben. Du kannst mal hier mit herkommen. Ich bleib hier mal im Busch.
Immer wenn mehrere Leute, weißt du, wenn du so zwei, drei Leute hast, die zu, wenn du da mitfährst, hast du eine übelst gute Chance zu überleben, ey. Okay. Also von denen leben auch nicht mehr viele. Es leben, von denen leben mehr als von uns. Gut, dann können wir jetzt mal unser versuchen. Unser Stützpunkt wird erobert. Okay, dann sollten wir da mal hinfahren. Wir müssen deffen. Wir müssen uns ein bisschen weiter links halten. Dann können wir sie besser treffen. Da kommt einer. Hab ihn getroffen. Bin getroffen. Nice. Okay, weiter, weiter, weiter. Wir müssen in Deckung. Okay, da steht einer. Ja, der hat mich im Visier wahrscheinlich schon, aber sein Panzer steht im Weg. Ich habe ihn getroffen. Ich bin tot. Okay. Du hast noch 18, Digga. Du bist tot. Siehst du, hast du gesehen, wie schnell sich das Blatt wendet? Ja, weil die bei uns in der Base standen. Guck mal, wie viele von denen noch übrig sind und wie viele von uns nur noch übrig sind. Einer von uns und vier von denen. Das kam mir gar nicht so vor. Lass mal zurück zur Garage. Ja. Ja, wir hatten irgendwie die eigene Base nicht so ganz. Nee. Ich glaube, wenn man jetzt als Team zusammenspielt, kriegt man mehr Erfahrungspunkte. Okay. Bin ich der Meinung. Welchen Panzer nimmst du immer? Ich nehme den deutschen Panzer. Leichttraktor oder PZKPW? PZKPW, ja. Okay, und dann hast du den auf welcher Stufe? Also kann man das irgendwo sehen? Nee, kann man nicht. Ich habe den schon fast komplett ausgerüstet eigentlich, aber... Nee, du kannst, bist du im... Ja, wenn du das jetzt, wenn du ihn mal anklickst, den Panzer, ne? Ja. Dann hast du ja unten so Kästchen, ne? Anklicken? Wo Wartung und Äußeres steht, unter hast du Kästchen. Ja. Wenn du darauf klickst, ne? Ja. Dann kannst du zum Beispiel auch Feuerlöscher, also ganz rechts sind drei Stück. Ja. Da kannst du, wenn du da mal raufklickst. Ja. Dann ach, das ist das Wartung-Dings, ne? Genau, da kannst du Erste-Hilfe-Kasten reinmachen, kleine Ersatzkiste, Feuerlöscher etc. Das ist, wenn mal deine Kette reißt und so, dann können sie deine Kette reparieren. Ne? Ja. Dann hast du... Abbrechen, so. Dann hast du links daneben wieder drei Kästchen, da kannst du die Munition auswählen. Ne? Ja. Welche Munition da haben willst. Dann kommen die nächsten drei Kästchen auf der... Ne? Ja. Da kannst du dir zusätzlich Sachen kaufen, wenn du Münzen hast. Aber das ist mega teuer, ne? Ja, aber habe ich gemacht. Ich habe Tarnung. Digga, das kostet 50.000 Silbermünzen, Alter. Ich habe 100.000 bis jetzt. Echt? Ich habe 15, ey. Nee, ich habe jetzt mal diese, die ganz rechts, diese Verbrauchsmaterialien habe ich mal nachgefügt, aber die kosten auch irgendwie nichts. Nee, die kosten erst dann was, wenn du, wenn sie die benutzen. Ah, nice, okay. Und wie gesagt, wenn du links neben den neben der Munition, wenn du da mal raufklickst, kannst du auch rausgucken. Raufgucken oder gucken mal zum Beispiel Lüftung Klasse 1. Dann verbessern die Fahrersicherung um einiges. Okay. Und Splitterschutzabschirmung ist, glaube ich, für die Panzerung. Genau, wird die Panzerung besser, bla bla bla. Okay, meine Fahrer sind jetzt mega scheiße. Die haben 50, 56, 56. Kann man das irgendwie verbessern? Ja, du gehst zum Beispiel auf einen Fahrer, den du hast. Ja. Mal den unteren, klickst Rechtsklick auf ihn. Ja. Dann gehst du auf Personalakte. Ja. Und dann kannst du... Ausbildung bestimmt, ne? Oder was? Ausbildung, genau. Dann hast du die erste Stufe. Da steht, glaube ich, 67, glaube ich, müsste da stehen, ne? Bei mir steht 50. Also kostenlos. Ja, genau, das kannst du mal anklicken. Dann glaub, oder wie hoch ist denn der? Ich weiß das gar nicht. Bei dir? Bei mir ist er jetzt 50. Ja, dann bringt dir das nichts. Also könnte ich nur die nächste Stufe da über und die kostet 20.000 und das habe ich nicht. Genau, wenn du 20.000 hast, kannst du ihn verbessern. Aber warum sind die Penner denn so schlecht, die Deutschen? Warum sind die denn nicht auf 100? Die einzigen, die auf 100 sind, ist bei dir... Ich habe bei den Russen. Die Amis, die sind bei mir auf 100. 100 und 110.
Ja, sonst würde ich sagen, nimm, mach einen Ami-Panzer. Also Normal, der Cunningham. ich habe das mit dem deutschen Panzer gemacht, weil ich jetzt, ich habe auch einen, ja, deutschen Panzer, genau. Du kannst auch, wenn die auf 100% sind, ne, hast du den Ami da? Ja. Welche Stufe ist das? Stufe 1 oder Stufe 2 Welcher, der Panzer? Panzer oder was? Ja. Also ich habe alles auf Stufe 2 ausgerüstet, also muss ja wohl Stufe 2 sein. Nee, da erste Stufe, leichter Panzer. Na, schade. Weil du könntest nämlich, wenn du guckst, wenn die jetzt 100% haben, Ja. kannst du wieder Rechtsklick drauf gehen, Ja. Personalakte, Ja. und dann kannst du Fähigkeiten anklicken. Ja. Und dann kannst du dir Fähigkeiten für die Person aussuchen. Zum Beispiel Tarnung. Okay. Dann fällst du nicht so leicht auf auf dem Feld, weißt du? Okay. Oder irgendwie Verbesserung des Schießens, des Nachladens, Ja, was auch immer. ja, ja. Aber das dauert ewig lange, bis du da oben bist. Da brauchst du irgendwann zum Schluss. Ich habe jetzt einen, glaube ich, auf 80%. Und damit er auf 81% kommt, muss ich Erfahrungspunkte haben von über 1600 Punkten. Okay, das ist Und krass. pro Spiel machst du nur 200. Okay. Aber ich würde mal sagen, konzentriere dich irgendwie auf einen Panzer, den du haben Ja. möchtest. So Ja, habe ich das bei jetzt. mir hat jetzt der Cunningham, habe ich jetzt, also ich habe jetzt bei dem Deutschen das ausgerüstet hier mit diesen Feuerlöscher und so eine Scheiße. Ja. Und bei dem Cunningham hat das aber was gekostet. Also bei dem Ami-Panzer. Hat das was gekostet? Ja. Aber ich hab's trotzdem gemacht, weil ich rich bin. Lass mal fahren jetzt. Ach, du kannst auch. Ja, okay, lass uns fahren. Wie gesagt, also ich habe jetzt bis jetzt drei Panzer, die bei mir gut sind. Mehr habe ich auch nicht. Und das langt auch, ey. Woran erkennt man denn, welcher Panzer gut ist? Sie sind doch bei mir alle eine Stufe. Stufe 1, Stufe. Okay, hier ist einer Stufe 2. Oder Du kannst zwei jetzt, sagen wir mal, du klickst jetzt Stufen. einen Panzer an, den du hast, ne? Ja. Warte mal, wie kann man das denn jetzt machen? Wie war denn das? Wie war denn das? Also genau, Rechtsklick auf den Panzer. Kann Dann ich steht da nicht. Ach so, da unten, ja. Fahrzeugdaten. Ja. Jetzt den nächsten Panzer, den du hast, in der gleichen Stufe eventuell, auch Fahrzeugdaten, und dann kannst du vergleichen. Ach, kann ich die? Ah, das hat, aber ich habe gar keinen Platz mehr in meiner Kaserne. Muss ich denn da einen rausschmeißen, wenn ich den jetzt, sagen wir, auf richtig weiterentwickeln will? Denn kann ich den nicht einfach ersetzen, sondern muss den neu planen? Also neu. Ich schmeiße jetzt erstmal den Renault raus. Ja, ich habe auch einen Renault, habe ich auch rausgeschmissen. Also Okay, ein. Also ich habe verkaufen. mich jetzt nur. Ich nehme jetzt nur deutsche Panzer. So, jetzt habe ich einen freien Parkplatz hier. Genau, jetzt Dann könntest du kann ich weiter. den mein Cunningham auf Wartung. Nee, wo war denn das? Da erforschen. Ja, genau, und dann kannst du Stufe 2 Und gehe irgendwas jetzt erforschen. T2 Medium. Oder so. Oder M2? Ich Ne, müsste mal. machen wir T2 Medium. Ja. Du machst jetzt die Amerikaner, ne? Ja. Ja, dann kannst du auch Unterschiede haben, ne, bei den Panzern. Wusstest du das? Nein, natürlich nicht. Da gibt es einer, der ist für Entfernungen geeignet. Der T2 zum Beispiel ist, glaube ich, einer. Ne, der T3 ist das, glaube ich, ne? Warte mal, ich guck mal eben. Warte mal, lol, dann kann ich hier mal auf USA gehen und kann mir hier leichter Panzer M2 Light Tank für 3,5 Mille erforschen. Warte mal, ich will den doch jetzt erforschen, verfluchte Scheiße! Was? Nein, ich will nichts kaufen! Panzerakademie, volle Möhre, kaufen! Ja, normal, jetzt habe ich ihn, glaube ich. Garage. Habe ich ihn jetzt? Wo ist er denn? Da! T2 Medium Tank. Bam, Alter. Jetzt geht er ab, der Lachs, ey. Ja, und wie gesagt, den musst du dann erstmal aufrüsten wieder. Bessere Ja. Ketten, bessere Motoren. Ja, das sehe ich. Der hängt gerade auf Und halb 8. Das heißt, ich nehme erstmal den Cunningham und wir rasen jetzt erstmal los. Deine Crew, die da drin ist, wie viel hat die? 50, ne? Nee, 100, 110, 110. In dem Panzer Dings 2 oder was? Ja, T2 Medium Tank, den ich gerade gekauft habe. Die haben 100 oder was? 100, 110 und 100. Staff Sergeant Carter, Sergeant Sherman and Sergeant Keach. Dann Alles kannst du, Weiße wundert mich eigentlich. dann kannst du die ja auch aufrüsten schon mal. Fähigkeiten erlernen für die. Ich habe aber
kein Geld mehr. Ich habe nur noch 2600. Nee, die brauchst, da brauchst du kein Geld für. Geiler Scheiß! Und wo muss ich die jetzt hin? Wie geht das jetzt? Fertigkeiten? Also du bist jetzt in deinem Panzer, den du jetzt fahren willst, ne? Hast den angeklickt. Ja. So, dann hast du links wieder deine Person. Ja, ja, ja. Rechtsklick, Personalakte. Und genau. Dann auf Fertigkeiten und dann... Fertigkeiten, genau. Und dann kannst du rauslesen, was du haben möchtest. Es gibt was welche, ist denn die... gut? Es gibt... Also was gut ist, ist Tarnung. Ja. Okay. Was auch gut ist... Ich glaube, Tarnung... Da warte mal, der ist ja Kommandant. Dann sollte ich ihn ja irgendwas mit wegen Kommandantensachen beibringen, ne? Erhöht die maximale Sichtweite, hört sich gut an. Du musst aber lesen, wenn du da mal mit der Maus rüber gehst, ne? Ja. Steht unten Vorteil, wird erst mit 100% wirksam. Du musst also, zum Beispiel, wenn du sowas hast, wird erst wirksam, wenn du 100% erforscht hast von dem. Oder es gibt welche, die wären sofort wirksam und wären besser mit der Zeit, wenn die Prozentzahl steigt. Ah, okay. Warte mal, dann habe ich hier jetzt Richtschütze. Das ist Richtschütze. Dann mache ich Fertigkeiten, macht Richtschütze. 100 wird erst ab 100, wird erst ab 100, wird das wird bei mir alles erst ab 100. Der letzten Ausbildung verfügbar. Ruhige Hand auch? Ja. Wird Weiterbildung erst ab 100% der letzten Ausbildung verfügbar. Egal, rein damit! Und Sergeant ist Fahrer. Bup, bup, Personalakte. Fertigkeiten, Fahrer, machen wir mal. Erhöht die Genauigkeit beim Fahren während der, beim Schießen während der Fahrt. So, ja. Ich habe jetzt den geilsten Panzer. So, das kann ich mir nicht kaufen, also fahre ich erstmal mit dem anderen weiter. So, I'm ready, du auch? I'm ready, ja. Gefecht. Ach, hab ich jetzt? Egal, ich drücke jetzt einfach Gefecht. Achso, ich kann ja hier. Alright, okay. Bright. Du hast mich nicht reingenommen. Warte. Gefecht verlassen. Nein! Da. Letzte. Bist du jetzt? Ja. Jetzt bist du. Ja, geh doch. Ich hab Stufe 3 Panzer, ne, von den Deutschen. Mhm. Einzellader. Also er lädt nur einzeln. Aber hat eine Durchschlagskraft von 50 Ocken. Wollte ich gerade sagen, was ist denn Ocken für eine Einheit? Ja, du weißt, was ich meine. Schaden hier, weißt du? 50 Bums oder was? Mhm. Ja, was ist denn normal bei so einem normalen Panzer? Also, wo kann man das sehen, was der für eine Durchschlagskraft hat? Ja, das müssen wir kann ich dir nachher, wenn wir hier durch sind, zeigen. Ist egal, ich will Krieg führen. Also, hast du so einen richtigen Ballermann oder was? Ja, den nutze ich aber sehr selten, weil der auch. Oh, ja, du lädst nach, wartest, bam, schießt wieder. Aber andere haben ja mehrere Schüsse auf einmal, weißt du? Mhm. Also du bist links, wo wollen wir denn hinfahren? Also, wir können, und das sollten wir auch machen, wir bleiben hier. Wir bleiben in dieser Base hier. Und zwar versteckst du dich mal, Sascha, siehst du mich? Ja, ich stehe. Auf 12 Uhr in diesem Busch. In diesem Busch verstecken. Ja. So weit hinten, ich will nicht campen, ich will bumsen, Alter. Nein, du bumst nicht. Pass auf, die kommen hier alle her, gib ich dir Brief und Siegel. Ja, und dann treffe ich was nicht und dann bin ich der Noob der Nation und das ganze deutsche Vaterland lacht mich aus. Ich verstecke mich hier in diesem Gebüsch. Wo bist du? Warte. So, da oben. Siehst du die Fahrer hier schon überall, die da kommen? Links zum Beispiel ist einer. Ja, der kommt über den Beach, ne? Über den Strand. Ich kann nicht, da ist ein Stein im Weg, Alter. Okay, gut, dann lass ihn. Der wird sowieso nicht schaffen. Doch, ich will ihn töten jetzt. Ich bin einen Meter zurückgefahren. Warte, jetzt hole ich ihn mir. Da kommt er gleich hin. Guck aufs Scoreboard. Da ist er. Scheiße, ich habe ihn nicht getroffen. Meine Sensitivity ist so kacke. Warte, er kommt, aber den Wichser könnte... die kommen über einen Hügel. Okay, ich verstecke mich im Wald. Hat er sich schon so einen kleinen Juden-Camper-Spot hier ausgesucht, Alter. Weißt du? Schön verstecken, ey, und so richtig rumpimmeln. Da ist einer. Ah, ich hab ihn getroffen, Digga. Oh, ich hab ihm Assist gegeben. Der war mindestens Assist. siehst du auf 12 Uhr diesen Hügel? Ja. Diesen Berg? Ja. Da kommen manchmal auch welche vor und schießen dann auf uns. Sollen sich verpissen, die Penner. Gegen den Superpanzerfahrer kann keiner was machen. Sie können auch von links kommen, vom Strand, was du schon bemerkt hast. Ja, da kommt, fährt auch gerade einer weiter vor. Ich pirsch mich mal zurück und dann gönne ich den mir, wenn dich der andere Dulli den nicht holt.
Lol, kommt er nicht weiter? Schwanz, Schisser. Da, jetzt, nein. Weißt du, was wir brauchen? So eine Panzerhaubitze, wo du einfach hinten aus der Entfernung einfach nur raufbumpen kannst. Hab ich schon mal gespielt. Gibst du was? Ja, sauschwer. Nice. Komm hoch da. 25k Mola. Scheiße. Ich muss wieder in meinen Busch. Wenn du dich nicht bewegst in diesem Busch, können sie dich nicht sehen. Jetzt ist einer auf dem Hügel. Siehst du den? Ja. Gib ihn Feuer, Digga. Ich habe ihn verkackt. Mann, ich muss die Sensitivity erstmal runterstellen. Das ist voll kacke. Die ist viel zu sanft eingestellt. Warte mal, ich muss den... Wir werden demnächst hier auftauchen. Gib dir Brief und Siegel. Dauert nicht mehr lange. Warte mal. Einstellung. Steuerung. Empfindlichkeit. Wir haben schon wieder einige verloren, Alter. Oh, scheiße. Ich hatte die Hände falsch auf der Tastatur. Da ist einer wieder am Strand. Ja, ich pirsch mich mal zurück und versuche ihm mal einen zu geben. Ich schieß einfach mal. Hast du jetzt unseren abgeknallt, oder was? Ich glaube, das geht nicht, oder? Doch, das geht. Da kriegst du... Digga, wir sind jetzt nur noch zu dritt. Jetzt kommen sie gleich auf uns zu. Da kommt einer übers Feld. Scheiße, den habe ich gesehen. Oh, ich habe ihn getroffen, aber er hat mich auch. Oh nein, ich bin tot. Scheiße, Digga, echt jetzt? Kann man seine eigenen Leute anwichsen? Was soll der Scheiß denn? Ja, jetzt haben sie uns gefickt. Ich glaube, das war ich. Ich schreibe mal sorry, Team. Sorry. Oh, scheiße, Digga. Ich muss mal auf Toilette. Ich mach mir gleich in die Hosen. Sorry, Team. Oh, nee.